Thema Befreiungsdienst ist ja jetzt nicht der super attraktivste Dienst und trotzdem ist es einfach so, dass wir ihn brauchen. Und es gibt sehr, sehr viel Verwirrung zum Thema Befreiungsdienst. Die einen tun so, als ob es ihn nicht gäbe und als ob man ihn nicht braucht. Es gibt ihn einfach nicht und deshalb brauchen wir ihn nicht. Und dann gibt es das andere Extrem, die von dem Befreiungsdienst nicht mehr runtergehen und das als Zentrum der Verkündigung setzen. Und beides ist extrem ungesund. Also das eine so zu tun, das ist, wenn ich sage, ich tue einfach so, als ob es hier keine Bakterien im Raum gäbe. Also nur weil ich das sage, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Und ich sehe, dass Menschen und Gemeinden kaputtgeschlagen werden, nur weil, und ich tue so, als ob es nicht da wäre. Weil es nicht in meine Theologie passt, obwohl uns das Wort was ganz anderes sagt. Und das andere Extrem, und da möchte ich auch einfach dazu was sagen, ist dieses hinter jedem Busch und hinter allem und jeden einen Dämon zu wittern. Also weder das eine noch das andere stimmt. Wir brauchen, um wirklich im Befreiungsdienst wirksam zu sein und dienen zu können, eine gesunde Einstellung dazu. Es ist eine Tätigkeit, die nötig ist, aber es ist nicht der Zweck des Evangeliums. Der Zweck ist, Jünger zu machen und das Königreich Gottes auf die Erde zu bringen. Aber dazwischen gibt es auch den dreckigen Job und das ist einfach manchmal Befreiungsdienst machen. Und der Herr hat mich zum Beispiel in Befreiungsdienst manchmal hineingetrieben, indem die Situation so war, wie sie war und du musst jetzt einfach handeln. Und manchmal habe ich es auch einfach verpasst, weil ich es nicht einschätzen konnte. Aber ich bin so dankbar, weil ich dann in dieses Bewusstsein hineingekommen bin, ja, es gibt es, ja, es braucht es, du kannst es tun und man kann auch lernen, wie man es tut. Und das Wichtigste ist, eben wie gesagt, als mir das erste Mal wirklich ein Dämon manifestiert hat, war ich nicht vorbereitet. Ich habe jetzt nicht einen Einschreiber bekommen, dass es passieren würde. Aber in dem Moment habe ich einfach reagiert und ich wusste, Jesus sagt es, Jesus hat es gemacht und er ist der Sieger. Und egal, da war auch ein Riesenspektakel von bis zu dem Versuch, mich mit dem Schal zu würgen, weil heute weiß ich, wenn Befreiungsdienst ist, ziehe keinen Schal an, das ist nicht gut. Aber ich wusste, ich habe es vorher nicht gewusst, ja. Aber ich wusste, hier bin, dass Jesus ist der Chef und ich stehe jetzt für Jesus und deshalb bin ich der Chef. Und ganz egal, was sich jetzt aufbäumt, schreit, zuckt, kotzt, egal. Der Sieg ist klar. Amen. Also wenn irgendetwas ist, weicht nicht zurück. Der Sieg ist von Jesus da. Und er braucht die, die einfach sagen, jetzt ist die Situation, ich weiche jetzt nicht zurück. Habt keine Angst. Und vielleicht mag man sagen, so schlimmstenfalls passiert gar nichts und der Dämon bleibt. Aber dann ist jetzt nichts schlimmer geworden, weil hat er ja vorher schon. Genau. Und wenn ihr dann weitergeht, oder manchmal ist es so, da passiert gar nichts und du siehst nichts, auch das hat nichts zu bedeuten. Nur weil wir jetzt gar nichts sehen, heißt es nichts. Wir hatten vor kurzem einen Fall, da haben wir für jemand separat einen Termin ausgemacht, um einfach auch Zeit zu haben für das Thema. Und es sah so aus, der Michael hat sich wirklich gemüht und da geschaut. Und es sah so aus, als ob gar nichts passiert. Und am nächsten Tag war ein Gemeindetreffen und die Person kam und einer von der Gemeinde macht ein kleines Gebet und schnupst an. Und das Ganze kam raus und es ist so viel passiert bei dieser Person. Also seid nicht entmutigt, seid kühn, seid mutig und seid weise. Und wichtig ist einfach, dass man Unterscheidungsvermögen bekommt. Und dafür kann man beten. Das kann man über sich selber sprechen. Das kann man über andere beten. Das kann man über die Gemeinde beten. Betet das in eurer Gebetszeit. Unterscheidungsvermögen. Dass man in der Situation unterscheidet, was spielt sich hier ab. Und der Herr, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ihn. Der zeigt uns, wie es weitergeht. Und der Herr ist mit uns. Der Herr gibt uns diesen Auftrag, obwohl er weiß, wir sind am Anfang nicht perfekt. Aber er hat das Vertrauen in uns und in seinen Geist, dass der Sieg tatsächlich errungen wird. Amen. Und Befreiungsdienst ist ein Liebesdienst. Das eine ist der Gehorsam in dem, was Jesus sagt, dass wir tun sollen. Aber es ist ein Liebesdienst, weil die Menschen, die von Dämonen gequält werden, also was ich da letzte Woche, wo ich da dabei war, manifestiert hat, die Person hat gesagt, sie kann nicht mehr schlafen, weil sie die ganze Nacht so schreckliche Gedanken hat. Dann haben wir schon gedacht,
Das sind Quälgeister, Menschen können nicht mehr schlafen, Menschen hören die Stimme, bring dich um die ganze Zeit, das ist schrecklich. Mhm. Und wo sind die, die die Medizin bringen, die Jesus uns gegeben hat? Es ist die pure Liebe, nicht zurückzuweichen. In Weisheit, in Liebe, aber in wirklich Wut und Zorn auf den Quälgeist. Amen. Und ich segne euch, und ich möchte es jetzt über euch beten, dass ihr die Situationen erkennt, dass ihr die Situationen einschätzt und dass ihr wisst, der Sieg ist Jesu und ich bin hier der Gesandte von Jesus und ich tue es, ich bringe seine Liebe, er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Die Gefängnistüren können wir öffnen, weil er uns den Schlüssel gegeben hat. Amen. Menschen müssen da nicht bleiben. Sie müssen nicht in Zwangsgedanken bleiben oder in Suizidgedanken und diese schrecklichen Dinge. Ich hatte vor kurzem einen Trauerfall. Dieser junge Mann hat sich mit Benzin übergossen und angezündet. Und ich denke mal, das ist Dämonenwerk. Und wer war da? Niemand. Und Jesus sagt, geht in der Liebe. Wisst ihr, das ist ein Liebesdienst. Es ist der dreckige Job, aber es macht nichts. Jesus hat sich nicht gegraust vor keinem Aussätzigen, vor keinem Dämon. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und die Amen. Pure Liebe, seine Liebe hat ihn dazu gebracht. Und ich segne euch damit, dass ihr das erkennt, dass ihr mutig seid und kühn und furchtlos und wisst, dass der Herr aller Herren, der Könige aller Könige, mit euch geht. Amen. Ja. Was mir auch wichtig erscheint, macht möglichst Befreiungsdienst. Mann mit Mann, Frau mit Frau. Wenn es irgendwie geht. Damit euch niemand was nachsagt oder die Dämonen nicht euch zu irgendwas verleiten. Also möglichst, ja, dass gerade wenn man es eben nicht öffentlich macht, sondern man sich persönlich trifft oder gerufen wird, wäre es gut, dass man diesen Befreiungsdienst Mann mit Mann, Frau mit Frau macht. Oder vielleicht sogar, wenn man es planen kann. Wenn man es planen kann, ist es gut, wenn man sogar zu zweit ist, weil einer kann im Hintergrund beten, man auch ein Zeugen, falls irgendwie mal was beschuldigt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Der Befreiungsdienst hat tatsächlich auch mit Glauben zu tun, genau wie der Heilungsdienst. Er hat nicht nur zu tun mit Bewusstsein, wer du bist in Christus oder so, du musst wirklich auch im Glauben wachsen, im Glauben zunehmen. Und wir wachsen im Glauben, indem wir es tun. Wenn du öfter für Heilung betest, hast du mehr Glauben wohl für Heilung als am Anfang. So ist es mit dem Befreiungsdienst auch. Indem du öfter für Dämonenbefreiung betest, hast du mehr Glauben und kannst stärkere und größere Dämonen hinauswerfen. Denn es gibt tatsächlich Dämonen, die stärker sind als andere. Genauso wie es Krankheiten gibt, oder auch zum Beispiel Wunder gibt, die größer sind wie andere. Ein kreatives Wunder, wo ein Organ sich bildet, ist ein größeres Wunder als die Heilung von Schnupfen, wenn du verstehst, was ich meine. Und aus diesem Grunde braucht es für andere Kategorien von Wundern anderes Level von Glauben. Und du brauchst für gewisse Dämonen ein anderes Level an Glauben. Aber du lernst den Glauben nicht, wenn du auf der Couch zu Hause sitzt, sondern du lernst den Glauben, du baust den Glauben auf, indem du es tust. Und deshalb, das Beste wäre, wenn ihr regelmäßig Dutzende von Befreiungsgebeten praktiziert, dann nimmt der Glaube zu und nimmt der Glaube zu und nimmt der Glaube zu. Und es geht auch immer schneller dann. Aber zum Befreien auch nochmal. Geht nicht davon aus, dass ein Befreiungsdienst mit einem einzigen Befehl getan ist. Sondern, wenn sich sofort was manifestiert, und selbst wenn sich was manifestiert, das hat jetzt eine Stunde gedauert. Und in dieser Stunde hat sie permanent Druck gemacht. Im Befreiungsgebet musst du permanent Druck machen. Du kannst nicht bitte, bitte, bitte sagen, mit Piepsestimme, würdest du vielleicht gehen? Ich bin eine Christin und ich will, dass du gehst und du musst gehen und du weißt, dass du gehen musst. Sondern du musst permanent Druck machen. Du musst befehlen. Du musst mit Dämonen sprechen wie mit einem Hund. Du musst ihn ständig anherrschen. Du musst mit lauter und aggressiver Stimme musst du ständig konfrontieren, bis er komplett gegangen ist und bis der Friede sich einstellt.
und löst das Blut Jesus auf, genau, und du, aus, das fürchtet er wirklich. Und du befiehlst die Freiheit. Du, und wenn der Dämon sagt, ich gehe nicht, sagst du, und du gehst doch. Weil natürlich, der Silvia hat ja alle Register gezogen. Er hat gelacht, mal war er wild, mal war er ganz wie so ein kleiner Gremlin, wie so ein süßes kleines Hündchen. Nein, ganz süß, ganz niedlich. Und der Dämon spielt Spielchen mit dir, ja? Wenn die harte Nummer nicht zieht, macht er das arme Opfer. Er wimmert. Wimmert. Oh, ich kann nicht, ich will nicht. Also, ja, nichts davon ist wahr. Du darfst den Dämon kein Mitleid haben. Und du darfst auch nicht plötzlich Zweifel bekommen, wenn der Dämon sagt, ich gehe nicht, ich muss nicht gehen. Gut, es kann natürlich sein, dass du schon sagen, warum nicht. Sage mir warum, und dann sagt er vielleicht, weil er seine Sucht liebt oder weil er gar nicht frei werden will und so. Und das kann die Wahrheit sein. Der Dämon muss auch manchmal Dinge verraten, die dir weiterhelfen, ja. Aber natürlich, du musst mit großer Autorität mit ihm sprechen, dass er dich nicht belügt, ja. Er kann natürlich auch belügen und an dir rummachen, aber umso vollmächtiger du bist, umso mehr Druck du aufbaust, umso weniger wird auch lügen, weil du ihn ja praktisch quälst und einen Mangel hast. Du hast den Daumen auf ihm drauf, sozusagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel du Dinge erfährst, dass er nicht gehen muss, weil Dinge nicht bekannt sind oder weil er nicht frei werden will, dann natürlich musst du quasi einen Gang zurückschalten und musst nochmal mit der Person reden. Stimmt das? Willst du überhaupt nicht frei werden? Und wenn dann rausstellt, nein, ich will es gar nicht, verstehst du mich, dann weißt du, warum der Dämon, weißt du, also eins muss auch ganz klar sein, ein Dämon lügt nicht immer. Ein Dämon sagt sehr oft die Wahrheit. Er hat bei Jesus die Wahrheit gesagt. Mhm. Und ich sage dir, wenn du in Vollmacht mit dem Dämon redest, dann belügt er dich nicht ständig. Ja? Aber er kann zwischendurch auch lügen. Und so weiter. Aber wenn du in Vollmacht mit ihm sprichst und ihm befiehlst, wie bist du reingekommen oder du befiehlst, warum bist du drin und so weiter. Und dann Informationen, die du bekommst, die haben oft mit Wahrheiten zu tun, ja. Er nennt dir den Eintrittspunkt. Er sagt, warum er drin ist. Oder was hast du ihm angetan? Und er sagt dir, was ihm angetan hat. Du brauchst nicht denken, dass alles erlogen und erstunken ist. Dämonen unter Druck, das ist wie eine Inquisition, das ist wie eine Folterbefragung. Der rückt schon raus mit den Dingen, die es gibt und so weiter. Aber irgendwann, früher, später, muss er halt gehen. Ja? Ist das jetzt ein Dämon? Also der, wo man das redet, wo der Mensch dämonisiert ist, oder nur einer, der wo... Der Mensch spricht schon. Ja, aber das ist schon klar, ne? Oder der wo aus dem Fleisch ist, weißt du, wie du ja vorhin gesagt hast, die beide... Besessenheit, ja, genau. Und dämonisiert hat. Ja, ist das nur jetzt einer, der wo besessen ist, der wo man das redet, oder der wo nur... Also ich muss aus Erfahrung sagen, das war eine Christin, wo der Dämon so geredet hat und gesprochen hat, das war kein Besessener, das war ein Dämonisierter. Das heißt, denke nicht, Dämonisierung ist nur, da zwick und zwack was irgendwie. Aha. Sondern da redet schon wirklich eine andere Stimme, da redet schon wirklich was und das ist beim Gotteskind. Das ist unvorstellbar. Aber wenn ein Gotteskind... immer wieder sündigt und Böses praktiziert, dann hat der Teufel gewinnt Raum in der Seele, gewinnt Anrechte. Und wirklich, was wir bei Christen aber schon... Aber doch nicht mehr in dem eigentlich. Bitte? Dann ist doch der Heilige Geist nicht mehr in der Person. Doch, der Heilige Geist ist in der Tiefe da. Aber der kommt nicht durch jetzt. Der ist im Geist des Menschen ist der Heilige Geist schon da. Mhm. Aber in der Seele hängen die Dämonen. Ja, also dann ist das ja an dem alten Menschen, ne? Es ja, die, alten Menschen. Ja. Und das Ziel des Glaubens ist die Errettung unserer Seele. Mhm. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Darum ist die Heiligung so wichtig. Die ist so wichtig. Wer Christen so unterschätzt, Hauptsache ich bin bekehrt, ich komme in den Himmel. Denn die Heiligung ist so wichtig. Und dafür bin ich dankbar für den Apostel Maldonado, weil er hat den Standard nochmal neu definiert für Gebet und heiliges Leben. Und diese vier Inputs, die wir heute gehört haben, die hat er uns in einer guten Weise aus Erfahrung und aus der Bibel vor Augen gelegt heute. Ich will ganz kurz sagen, bitte. Wie man auch so Angst vor Rückschlag. Also wir haben jetzt einen Kampf, also der Kampf hat sich manifestiert, wir sind hineingezogen, werden jetzt Angst vor Rückschlag, müssen wir nicht haben. Also einmal sind wir geschützt durch unseren Lebenswandel, durch unseren Wandel mit Christus.
Aber wenn du jetzt an der Front warst und was weiß ich alles aufgewühlt ist, dann stell dich unter das Blut und sag, Herr, wenn es noch irgendwas gibt, wo jetzt bei mir in Unordnung ist, was weiß ich, ich tue Buße, ich demütige mich vor Gott, vor dir her. Der beste Schutz ist das, was wir haben, das Blut Jesu Christi. Ich bedecke mich mit dir. Ich erlaube, und dann bete ich, erlaube keinen Gegenschlag. Amen. Ich erlaube keine Rache, keine Vergeltung. Ich befehle das unter die Füße Jesu, das Blut Jesu drauf, Heilig Geistfeuer drauf. Du erhebst dich nicht mehr. Und dann birg dich im Schutz des Allerhöchsten. Im Schutz des Allerhöchsten. Ja. Und natürlich, wie du sagst, Waffenrüstung. Wenn du in einen Kampf verwickelt bist, hast du nimmer Zeit, deine Rüstung zu holen. Ich bin einmal vor einigen Monaten in ein Gebetstreffen reingegangen und es ging mir so schlecht. Und ich habe gesagt, hey, was ist los? Was ist los? Was ist los? Und sagt er, du bist völlig unvorbereitet reingeschlappt. Und so war's. Ich bin reingeschlappt. Und ein echter Krieger hat seine Verrüstung immer parat. Und diese ist nicht, ach, jetzt schaue ich mal, wo haben wir denn die hingeräumt? Irgendwo im Keller war die. Die muss immer aktiviert werden. Und das, und ich sage es euch, wenn ihr da in diesem Bewusstsein wächst. Und ihr die Rüstung mit euch habt, also wirklich, ich bin gestärkt in meinem Herrn. Und schlag dem Dämon das Wort Gottes so lange um die Ohren, bis er weggeht. Das ist die Wahrheit Gottes und du gehst, weil Jesus es gesagt hat. Und er zu mir hat gesagt, nein, nein, so, ich gehe nicht. Und du gehst. Und zwar, weil ich es sage und weil dir das sage. Und bumm. Also schlag ihm das Wort Gottes drum. Schütz dich im Wort Gottes. Wenn du deine Waffen kennst und zu benutzen weißt, hat der andere keine Chance mehr. Er ist unterlegen. Und es ist so wichtig, das zu wissen, es ist ein geistlicher Kampf, es ist der Auftrag Jesu. Jesus hat die Kräfteverhältnisse geklärt. Wir gehen hinein, wir sind in ihm geschützt. Und das ist ein Raum, ein geistlicher Raum, mit dem wir uns in unserem täglichen Leben immer umgeben müssen. Und wenn du das hast und mit dir trägst, wird es vermutlich so sein, dass viel öfter sich mal was manifestiert. Weil das Maß an Licht, das du mitträgst, die Dunkelheit provoziert. Ansonsten merkst du es gar nicht. Ja. Und es ist nicht schlimm, weil das ist unser Auftrag, zu wachsen. Ein größeres Maß an Licht mitzutragen, ein größeres Maß an Licht Jesu Christi in diese Welt zu tragen, die dunkel ist und dunkler werden wird. Und wir müssen das Licht größer werden lassen in uns. Und das ist nicht für ein paar Begabte, sondern das ist der Auftrag für alle, die an ihn glauben. Amen. Amen. Man kann ja vielleicht mal davor beten, dass man die Geistesunterscheidung kriegt. Bete selber, kannst du. Kannst du selber. Fang du gleich an. Bete jetzt, komm, mach. Mach gleich. Bete jetzt. Übung macht den Meister. Mach gleich, Halleluja. Man tut nichts Gutes, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bete jetzt gleich mal für die Gemeinde. Ja, Herr, ich bitte dich für unsere ganze Gemeinde. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen geistliche Kampfführung lehren, Herr. Und du musst uns die Geistesunterscheidung lernen, dass wir wissen, wie man beten soll, in deinem Namen, Herr, in deiner Autorität. Und hilf uns einfach nur dabei, lass uns immer die Waffenrüstung anziehen und mit deinem Blut kämpfen und in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ich bete dir vor, sag, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Bind ich jeden Geist der Verwirrung. Bind ich jeden Geist der Verwirrung. Jede falsche Stimme des Feindes. Jede falsche Stimme. Jede Einflüsterung des Satans. In Jesu Namen, in dieser Gemeinde. Und ich löse los. Ich löse los. Das Hören Gottes. Amen. Das Hören Gottes. Die Klarheit. Die Klarheit. Und Licht. Und Licht. Das Licht Gottes hinein in unser Höhlen. Das Licht Gottes ist unser Höhlen. Die Führung Gottes, die Leitung Gottes, die Offenbarung Gottes. Amen. 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 Und die Weisheit. Amen. Amen. Halleluja.